Diese Woche trainieren wir Kraft und Koordination mit Hilfe von Klopapierrollen. Nimm eine Klopapierrolle und übergib die Klopapierrolle von den Händen zu den Beinen und wieder zurück. Inzwischen immer Arme und Beine ganz durchstrecken. In Bauchlage Arme und Beine vom Boden abheben und die Klopapierrolle hinter dem Rücken übergeben und dann wieder vor dem Kopf in gestreckten Armen übergeben. In Liegestützposition die Klopapierrollen von links nach rechts stapeln und wieder zurückbauen. Liegestütz mit Ellbogen möglichst eng am Körper. Die Stirn berührt dabei die Klopapierrollen. In Rückenlage Gesäß abheben und möglichst schnell Arme vor und zurück bewegen. Ein Bein ausstrecken und dann langsam das Becken heben und senken. Dann das Bein wechseln. In Bankstellung die Klopapierrolle auf den Lendenbereich legen und das diagonale Arm-Bein-Paar unter dem Körper zusammenführen. Dabei achten, dass die Rolle nicht vom Rücken rollt, das heißt keinen Rundrücken machen. Dann das Arm-Bein-Paar wechseln. In die Brückeposition gehen. Die Klopapierrolle liegt dabei auf dem Bauch. Das Becken heben und senken. Achte darauf, dass das Becken immer schön durchgestreckt ist. Schwieriger wird die Übung, wenn du dabei ein Bein wegstreckst. Achte darauf auf ein gerades Becken. Klopapier-Drehsprünge. Transportiere mit einem Streck-Drehsprung die Klopapierrollen von einer Seite auf die andere. Einbein-Kniebeugen mit Klopapierrolle. Steh auf einem Bein und berühre nacheinander die Klopapierrollen mit Hilfe einer Kniebeuge.
Wechsle im Anschluss das Bein. Fernausfallschritt. Mach einen großen Ausfallschritt immer zur Seite der Klopapierrolle sternförmig. Auf die Seite, diagonal, nach vorne und dann wechsle das Bein. Kniebeuge mit Klopapierrolle. Stell dich Schulter bis Hüftbreit hin. Und mach eine schöne Tiefkniebeuge mit der Klopapierrolle am Kopf. Die Klopapierrolle soll dabei nicht nach unten fallen. Die Arme sind gestreckt und zeigen nach oben. Achte dabei, dass der Oberkörper schön aufrecht bleibt. Klopapier-Sprungparcours. Die Klopapierrollen sind wie im Bild rechts oben angeordnet. Du springst die mittlere Reihe beidbeinig an, die rechte Reihe nur mit dem rechten Bein und die linke Reihe nur mit dem linken Bein. Nun wird es schwieriger. Lege auf drei Klopapierrollen einen Tennisball. Diese Klopapierrollen werden jetzt nur mit dem rechten Bein angesprungen. Egal, wo sich die Klopapierrollen befinden. Lege nun drei weitere andere Bälle auf andere Klopapierrollen dazu. Dort sollst du jetzt klatschen. Nun kombinieren wir beide Ballübungen. Bei den bunten Bällen klatschen, bei den Tennisbällen nur mit dem rechten Bein springen. Hindernisparcours mit 1,5 Meter Abstand. Erste Übung, Zwischensprünge. Zweite Übung, Hocksprünge. Dritte Übung, Prellsprünge nur aus den Füßen. Vierte Übung, Sprunglauf. Fünfte Übung, einbeinige Sprünge, links, dann rechts. Sechste Übung, Sprünge seitwärts. Siebte Übung, zwei Sprünge vorwärts, einen rückwärts. Viel Spaß beim Training!